Herzlich willkommen bei REM Connect. In unserer heutigen Sendung geht es um Rassismus, so wie er sich aktuell mit fremdenfeindlichen Aktionen gegenüber den Geflüchteten zeigt. Auf Rassismus stößt man eigentlich überall. In den Schulen, in den Ämtern, in der Werbung, sogar in Krankenhäusern und Kindergärten. Dass zurzeit rassistische Gruppen so starken Zulauf haben, macht uns große Sorgen. Darum haben wir einige Gäste eingeladen, um mit ihnen über ihre interessanten Aktivitäten gegen Rassismus zu sprechen. Herzlich willkommen. Ich bin Jacinta Isaac. Wie immer produzieren wir in Zusammenarbeit mit WeTV bei Alex Berlin. Zunächst möchte ich jeden bitten, sich kurz vorzustellen. Irmela Mensah Schramm. Ich bin einfach viel unterwegs, mehrfach in der Woche, um diese unsäglichen Hass- und eben rassistischen Parolen, Botschaften um uns herum zu suchen. Suchen muss ich leider nie, oder leider nie lange. Ich finde sie, ich dokumentiere sie und entferne sie mittels, wenn es sein muss, auch eben Sachbeschädigung. Für die Menschenwürde ist mir das wichtig. Und das mache ich seit 30 Jahren bundesweit. Danke. Matthias Tretschok. Genau. Hallo, Jacinta. Ja, mein Name ist Matthias Tretschok. Ich komme aus Königs Wusterhausen und ich habe Anfang dieses Jahres die Initiative Schluss mit Hass gegründet. Das ist eine Initiative für mehr Menschlichkeit, die eben genau diese Themen aufnimmt, die du zu Anfang so beschrieben hast, dass wir mittlerweile alltäglich Hass und Rassismus im Alltag erleben. Und dem kann man einfach nicht widerspruchslos zuschauen, da muss man was dagegen machen. Und deswegen Schluss mit Hass für mehr Menschlichkeit. Okay, danke. Sami Ulla. Ich bin Koordinator von dem Network My Right is Your Right und auch der Repräsentative von selbstorganisierter Theatergruppe, das heißt Refugee Club Impulse. Wir arbeiten mit den geflüchteten Leuten von verschiedenen Ländern und wir benutzen die Kunst als Werkzeug für den Kampf gegen Rassismus. Irmela, ja. Sie haben Ihrem Buch einen provokativen Titel, Titel gegeben. Was hat Sie dazu bewegt? Ja, eigentlich ist der Titel ja nicht von mir, ne? Der ist ja von Gesichtszeigen gewählt worden. Ich habe es sogar für mich ein bisschen umgeändert in meinen Krampf gegen Rechts. Es wird langsam zum Krampf. Mhm. Und ich habe manchmal wirklich einen Krampf in der Hand, wenn ich nämlich mit dem Keranfeldschaber die Aufkleber entferne, mit Nagellackentferner die kleinen Botschaften, mit Farbspray die großen. Da kriegt man schon einen Krampf in die Hand. Es ist mir ein Anliegen, diesen unerträglichen Hass zu vernichten. Denn Hass vernichtet das friedliche Zusammenleben. Mhm. Wenn ich unterwegs bin, diese Aktionen mache, und ich habe eben, darf ich mal zeigen, was ich gefunden habe? Ja, ja. Gerade vor wenigen Tagen war ich unterwegs und ich finde hier ich sag's mal auf Deutsch, tötet alle Flüchtlinge. Oder das hier, das ist ähnlich, pack die Flüchtlinge. Ne? Das war in Teltow, Michendorf. Deutsche Frau, Fremde dürfen nicht nach dir greifen. Halte dein Blut rein, du trägst in dir das Erbe künftiger Geschlechter. Übrigens von der NPD in Augsburg, aber geklebt in Teltow. Mir ist von der Staatsanwaltschaft in Berlin mal mitgeteilt worden, ich darf die Aufkleber gar nicht wegmachen. Die sind ja nicht verboten. Aber ich finde, so etwas muss verboten werden. Ja? Mhm. Und ich würde eben Sachbeschädigung begehen. Und das habe ich ja auch gesagt. Bitte, wenn es sein muss, für die Menschenwürde gerne.
Und die Anzeigen, ich habe mehrere bekommen und ich kriege weiter welche. Und für mich ist es die oberste Priorität, meinen Beitrag auf diese Weise zu leisten für ein friedliches Zusammenleben aller Menschen. In dem Buch hat heftige Reaktionen ausgelöst. Was empfinden Sie dabei? Ich habe in dem Buch natürlich kritische Töne angeschlagen. Ja? Und zwar einfach, was mich traurig eigentlich stimmt, ist die Tatsache, dass mir die Vernetzung mit den Initiativen mir auch nicht gelungen ist. Und ich finde, nichts ist wichtiger, dass wir uns alle vernetzen. Denn jeder hat seine Schwerpunkte für das Engagement. Und wir wären weiter. Wir wären viel, viel weiter. Ja? Ja. Das ist das eine. Und das andere ist, das habe ich eigentlich auch der Journalistin gesagt, ich habe früher bei Flüchtlingen gearbeitet in den 90er Jahren, mit den Kindern viel unternommen. Ich habe mir wahnsinnig Spaß gemacht. Ich hatte mit den Eltern auch ganz tollen Kontakt. Das Heim wurde aufgelöst, leider der Kontakt abgebrochen. Die sind überall verteilt worden. Heute kann ich das gar nicht mehr, weil ich so beschäftigt bin, weil so viel zu tun ist. Ich bin jetzt bundesweit unterwegs. Ich fahre also in der ganzen Bundesrepublik rum und stöber rum. Überall ziehe ich meine Nase rein. Und jetzt habe ich bei dem einen Graffito gedacht, jetzt muss ich mir noch eine Lupe mitnehmen, um die kleinsten Botschaften noch zu finden. Ich denke mal, ich habe auch trotzdem noch zu tun. Und ich habe auch erlebt, gerade jetzt vor kurzem, als ich durch die Straße gegangen bin, suchend eben, was ich abmachen kann. Und dann ist mir eine Familie mit Migrationshintergrund entgegengekommen. Vater, Mutter, Kind. Und ich habe sie gegrüßt, sie angelächelt. Und jedes Mal erlebe ich, das ist so wichtig auch für die Menschen, dass sie dann sich angenommen fühlen. Finde ich ganz, ganz wichtig. Das, und dann habe ich noch eine Möglichkeit für mich gefunden, wenn ich unterwegs bin, in Eisenhüttenstadt, da irrten Flüchtlinge rum, die irgendwohin zugeteilt wurden, nicht Bescheid wussten. Und der Busfahrer hat sie einfach stehen lassen, weggefahren. Und dann habe ich mich zu ihm gestellt und habe gefragt, was ich helfen kann. Und dann habe ich aufgepasst, dass der nächste Busfahrer den ich wieder stehen lässt, dass er sie mitnimmt. Und der war sehr nett und hat sie dann auch mitgenommen. Und da fragte er mich, was soll ich denn auf Englisch sagen, wenn sie aussteigen sollen? Dann habe ich ihm das so erklärt. Und haben mir alle dann so nett nachgewinkt, als ich sie weggefahren bin. Und dann habe ich gedacht, schön, ich kann nicht doch noch etwas nebenbei noch für die Flüchtlinge tun. Das ist, ich denke, war mir sehr wichtig. Ja. Und eben wirklich in die Augen aufhalten und die Ohren in der S-Bahn, wenn ich unterwegs bin. Das ist ganz wichtig. Da erlebe ich oft merkwürdige Sachen. Rassismus ist auch in der Bahn. Wenn die Zugbegleiter umgehen, die Afrikaner einfach duzen. Sag mir, gib mir. Die Deutschen sitzen da und da waren schwarze Fahrgäste und die hat er geduzt. Ich habe sie gefragt, kennen Sie den Mann? Sagt er, nee, wieso? Sag ich, warum duzen die ihn einfach? Ja. Das ist einfach so als minderwertig. Oder ich habe einen Aufkleber mal weggemacht, Asylbetrüger, so, ja, mit dem raus. Ich steige auf die Bank und mache den ab. Und dann kommt der Zugabfertiger und fragt, was ich da mache. Sage ich, den Nazi-Sticker mache ich, sagt den rassistischen. Und dann sagt er mir ins Gesicht, für die Ausländer mache ich doch meine Hände nicht schmutzig. Und dann bin ich dem hinterhergerannt und wollte ihn zur Rede stellen. Batsch, hatte ich die Tür von der Nase zu. Also ich könnte, das Buch würde nicht ausreichen, meine ganzen Erlebnisse zu erzählen. Aber ich bin auch schon angegriffen worden vom Wachplatz. Als ich weggeputzt hatte, hängt die Türken oder die Türken alle aufhängen, alle vergaßen. Da bin ich angegriffen worden und ich hatte ein Schädelhirntrauma davon. Danke sehr. Sami, my right is your right. Das hört sich gut an. Worum geht es der Initiative? Im Januar 2014 wir haben eine Theatergruppe
selbstorganisierte Theatergruppe gegründet hat. Vor die Geflüchteten, wo die Problem erzählen kann und die Talente, wir auch die zeigen können zu in zu Deutsche, dass die Geflüchteten hergekommen sind und wie die Isolation ist und was Probleme sie fühlen sich. Aber mit der selbstorganisierten Theatergruppe ist es schwer, um mehrere Leute zu erreichen. Und dann im November 2014, wir haben diese Network-Kampagne My Right is Your Right gegründet hat. Ja. In diesem Network, das Ziel ist, den Kampf gegen Rassismus und die gleiche Recht für die Geflüchteten. Überall. Das wir brauchen, das wir kämpfen. Das ist das Ziel für die My Right is Your Right. Und in diesem Network, wir haben die verschiedenen Initiativen, die Stadttheater sind, verschiedene GmbH, EV sind zusammen. Und wir finden eine Strategie, dass wie kann man mit diesem Rassismus kämpfen kann und wie man mehrere Möglichkeiten für die Geflüchteten bekommen, wo die Leute direkt vor die Arbeit gehen kann, sie Wohnungen bekommen und sichere Status her. Dass die Abschiebung und die Isolation in der Flüchtlingslager, dass mit diesem Network, über diese Plattform, wir wollen über diese alle Sachen sprechen, das wo die normalerweise die Leute kennen nicht und das wir wollen ein zu zeigen und zwar zu kämpfen. Sie haben den Karneval Aladdin mit organisiert. Bitte erzählen Sie, welche Ideen Sie mit der Veranstaltung verbinden? In verschiedene Kulturen, die Karneval ist ein Werkzeug, wer zeigt die Forderung von der Leute, sie wollen, was sie brauchen. Michael Bachtin, ein russischer Philosopher und Writer, er schreibt Laughter from below, directed to the privileged class. So this is here wie die Isolation ist in der Flüchtlingslager und das wir müssen reden. Yeah. Privatunterkunft, diese Firmen, sie bekommen sehr gut Geld, aber in den Flüchtlingslager gibt es kein Internet. In mehrere Flüchtlingslager gibt es kein Internet. Journalist darf nicht hingehen, Besuch darf nicht nach dem Abend hingehen können. Gibt es keinen Spielplatz für die Kinder, kein Wohnzimmer, wo die Leute zusammen sitzen können und miteinander unterhalten können. Gibt es keine Information über die, wie kann Leute für die Bewerbung schreiben, Hilfe bekommen können. Oder wenn sie fühlen die Diskrimination von der Security oder Verwaltung von der Lager, aber sie kennen gar nicht. Ja. Es ist wie ein Griff in der Stadt, wo die wir wollen sprechen. Wir wollen über die Schwierigkeit, über die Arbeitserlaubnis sprechen. Wenn die Leute hier sind, die Leute haben kein die gleiche Recht für die Arbeit. Ja. Für die ersten 3 Monate gibt es gar kein Recht. Ja. Und nach den 3 Monaten gibt es ein Formular. Die Arbeitgeber muss dieses Formular ausfüllen und dann die Leute müssen diese Formular in Ausländerbehörde geben. 6 Wochen ist der Wartezeit. Und während dieser Zeit, sie prüfen mit Agentur für Arbeit, wenn jemand mit deutschem Status oder Europäische Union arbeitslos ist und er hat das erste Recht für die Arbeit und die Geflüchteten haben das zweite Recht. Und mit diesen alle Problemen, das ist wie ein, ich habe kein richtiges Wort, um zu erzählen, dass wenn die Leute in dieser Situation wohnen, sie leben und was sie fühlen sich, gibt es keine Möglichkeit. Sie haben keine Chance, um Sprachkurs zu besuchen. Sie haben keine Chance, Arbeit zu gehen. Und sie wissen nicht, dass wo können sie sich erzählen, wann sie fühlen die Isolation in Flüchtlingslager. Und mit diesem Karneval, das war die unser Ziel von der Refugee Club Impulse. Die Karneval war die Idee von der selbstorganisierten Theatergruppe von der Refugee Club Impulse, dass wir haben
in Flüchtlingslager gearbeitet hat, mit den geflüchteten Menschen, mit der Workshop und mit der Kunst. Mit der Kunst. Wir haben versucht, wiederholen diese Tradition für die Karneval und widerstehen. Wir wollen diese Karneval-Tradition hier in Deutschland. Es war die erste Karneval. Wir brauchen nächstes Jahr wieder Karneval. Und wir machen wieder, bis wir bekommen die gleiche Recht für die Geflüchteten und wir stoppen diese Diskrimination in der Flüchtlingslager. REM Connect war natürlich beim Karneval Al-Adin. Wir zeigen das jetzt. Film ab! Land here, Germany, and we Germans, we are known for our good organization. Yeah. And we should get that done, you know. Why are we here, like you and me? Why are we today in Germany, not at home back Africa? Yeah. And the rest, the German people, why are we here and we are isolated? So we need this time to come together and have a reflection hour. We have the same rights and we are all human beings. So Berlin is a town of so many artists and lifestyle. The people who are coming to Europe, also now in these times, I think they have the number one right. And I hear from fight for my right for like a theater or of art. And I feel, I hope and I feel we make something good, we change. Sami, das war sehr toll mit Karneval Al-Adin. Wie habt ihr das organisiert? Wie ich gesagt habe, im Januar 2014, wenn wir diese Gruppe gegründet haben, und dann wir haben in der ersten Aufnahme mit der Geflüchteten gearbeitet hat und ein Theaterstück gemacht hat. Es heißt The Letters Home, Brief nach Hause. Geflüchteten in Deutschland schreiben einen Brief nach Hause über die Situation in Deutschland und zeigen auf der Bühne zu den deutschen Leuten. Es war die Idee und die Premiere war im Haus der Kulturen der Welt. Und danach war die keine Möglichkeit für uns, uns Druck zu zeigen. Wir hatten keinen Kontakt mit der Bühne zu bekommen, wo wir unsere Druck zeigen können. Und dann mit der Gruppe, wir haben entschieden, dass okay, wir gehen auf dem Straße, wir spielen die Street Theater und dort wir zeigen unsere Forderungen und Probleme, was wir brauchen und was wir zeigen wollen. Und in dieser Kampagne, My Right is Your Right, ich bin der Repräsentative von der selbstorganisierten Theatergruppe. Und dort habe ich erzählt, dass wir haben diese Idee, um Karneval zu machen. Wir sind nicht GmbH oder e.V. Und wir brauchen die Hilfe. Und die Theater in dieser Kampagne, My Right is Your Right, haben ja gesagt und sie haben einen Zusammenantrag gestellt und Berliner Projekt von kulturelle Bildung hat finanziert und mit diesem Geld wir haben diese Demonstration organisiert hat und ich denke es war sehr schön und ein sehr klar Message gegen Rassismus und ich denke es ist die vielleicht die erste Mal in Berlin, wenn die alle großen Theater, die Maxim Gorki Theater, Schaubühne, Deutsches Theater, Grips, Theater in der Parkova, Ballhaus Nonistrasse, Theater X, Refugee Club Impulse und mehrere sind auch mit, waren alle zusammen für die Rechte, für die Geflüchteten und kämpfen gegen Rassismus und sie alle haben am Internationalen Tag gegen Rassismus diese Karneval gehabt. Und das wir brauchen hier, wie die Rassismus ist und wie diese political Situation ist, dass wir brauchen das
wir wollen diese Tradition mit der Widerstand wiederholen. Mhm. Der Karneval hat eine lange Tradition mit für die Widerstand. Es ist ein Ort, es ist ein Karneval reflekt wie man sagt, die braucht the needs of human being. Danke sehr. Matthias, Schluss mit Hass. Wie kam es zur Gründung dieser Initiative? Ja, das ist eine gute Frage. Jeder hat das Recht auf Leben. Jeder hat das Recht auf Freiheit. Und jeder hat das Recht auf Sicherheit seiner Person. Das ist in etwa so der dritte Artikel der allgemeinen Menschenrechte. Und diese Rechte sind nicht nur für Leute, die in Deutschland geboren worden sind, gültig, sie sind für alle Menschen auf der Welt gleich. Ja. Wenn ich mir heute die Situation in Deutschland anschaue, dann sehe ich ganz dezidiert, dass diese Rechte außer Kraft gesetzt werden. Und ich habe, um das inhaltlich mal ein bisschen zu verdeutlichen, eine Sammlung von Presseberichten mitgebracht, wo ich mal nur ein paar Überschriften, Schlagzeilen aus den letzten Monaten zitieren würde, um eben das zu verdeutlichen, in was für eine Situation Deutschland so nach und nach hineinrutscht. In eine Zeit, die vergleichbar ist mit den 1930er Jahren. Und ich glaube, wenn das so weiter, das will niemand wirklich in Deutschland, egal welcher politischen Orientierung er sich angesprochen fühlt oder in welcher Partei er zugehörig ist. Also ich fange mal an, ein paar Auszüge zu zitieren. Und zwar, ich beginne mal im Jahr 2015, vom 11.01. Der Stern schreibt in seiner Überschrift, Rassismus geht quer durch die Gesellschaft. Das heißt, es ist nicht ein Thema, wo Rassismus auftritt, wo man sagt, es ist jetzt eine ungebildete Gesellschaft, in der Rassismus vorkommt. Wir finden Rassismus ganz stark mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft, im sogenannten Mittelstand in Deutschland. Im April veröffentlicht NTV Rechtsruck in Deutschland. Hasselhoff meint, Tröglitz ist überall. ARD berichtet im Mai letzten Jahres die Bundesregierung vor dem Ausschuss in Genf. Rassismus in Deutschland ein Thema für die Vereinten Nationen, in Deutschland nicht. Wer so ein bisschen auf Facebook, Twitter und Co. unterwegs ist, wird feststellen, dass wir eine Radikalisierung der Sprache haben. Wir haben ich finde gar nicht die richtigen Worte im Moment, so viel Rassismus, so viel Menschenhass im Internet, wo sich Leute, die das äußern, wenn die demjenigen von Gesicht zu Gesicht gegenüberstehen würden, solche Formulierungen nie wagen würden auszusprechen. Aber im Internet, im Anschein der Anonymität, ist da ein hemmungsloser Kampf um die Glaubensmeinung oder zumindest, wo die einen oder anderen meinen, man muss eben genau so agieren. Rassismus, Hass, der richtet sich auch auf die Schwächsten der Gesellschaft. Ob das schwule Lesben sind, ob das Sinti-Roma sind, ob das Asylbewerber sind oder ob das Vertreter bestimmter Religionen sind, all gegen den Leuten richtet sich mittlerweile Hass in Deutschland. Und es ist so furchtbar geworden. Das geht einfach nicht, dass man das so widerspruchslos hinnimmt. Initiative Schluss mit Hass, die unterstützt viele andere Initiativen im Bereich Marketing, Kommunikation und natürlich im Vernetzen. Das ist eben das, was eben so oft fehlt. Und bringt einen Beitrag dazu, um das Thema dauerhaft, aber mit hochwertigen Inhalten zwischen so verschiedenen Demonstrationen von rechts, NPD, Parteitagen etc. zu besetzen. Okay. Danke. Und jetzt das Aufstehen gegen Rassismus, das ist eine eigenständige Initiative, die am 16.03. dieses Jahres mit einer Pressekonferenz vorgestellt worden ist.
Die Initiative Schluss mit Hass unterstützt dieses Bündnis auch, weil dieses Bündnis bundesweit aufgestellt ist. Die aktuellen Zahlen sind so, dass wir etwa 16.000 Online-Zeichner aktuell über die Internetpräsenz Aufstehen gegen Rassismus verzeichnet haben. Es haben sich aktuell etwa 1.800 Leute eingetragen mit E-Mail-Adresse, mit Telefonnummer, die dadurch sich einverstanden erklären, aktiv vor Ort die Initiative zu übernehmen mit verschiedenen Kampagnenbausteinen. Und hier ist ganz einfach auch das Ziel, so viel wie möglich Leute anzusprechen, mitzumachen, sich mitzuengagieren. Und zwar alles, was so oberhalb einer entsprechend roten Linie ist, wenn es darum geht, Menschenfeindlichkeit zu bekämpfen, Rassismus zu bekämpfen, den offenen Hass in unserer Gesellschaft zu bekämpfen. Und welche Aktionen plant ihr? Genau, am 23. 24. Wird ja in Frankfurt am Main, wir haben ja hier das Plakat, die erste Aktionskonferenz, erste Aktionskonferenz stattfinden, wo wir alle die Leute erstmal einladen, die sich also per Telefon, per E-Mail angemeldet haben und ihr Interesse bekundet haben, aktiv mit dabei zu werden. Dort laden wir alle ein, um die ersten Kampagnenbausteine vorzustellen, die wir also im Moment noch dabei sind zu entwickeln mit Wissenschaftlern zusammen, um einfach das Thema Rechtspopulismus, Hass, Rassismus aufzugreifen, der ja übertragen wird letztendlich hauptsächlich durch AfD, Pegida, NPD und noch rechtsaktivere Parteien und Gruppierungen, die wir in Deutschland leider zu Gottes viel zu viele haben. Eure wichtigste Aktion ist Multiplikatoren gegen Stammtischmentalität. Genau. Stammtischkämpferinnen-Ausbildung, so heißt das ja. Hm. Das heißt, diese 1700 Leute, die sich vorstellen können, eben aktiv in dieser Kampagneninitiative, in diesem Bündnis präsent zu sein. Die bekommen also entsprechende Materialien, Hintergrundinformationen von uns gestellt. Sie bekommen entsprechende Schulungen, wie kann man also an Stammtischen mit dem Thema gegen Rassismus, gegen Hetze, gegen AfD argumentieren. Mhm. Stammtisch ist jetzt nicht so eng gefasst, dass man sagt, man trifft sich mit immer ein und dieselben Leuten in seiner Lieblingsgaststätte oder Kneipe, wo man eben so typische Stammtischgespräche führt im politischen Sinne. Es kann auch der Stammtisch in der Hochschule sein, es kann der Stammtisch im Betrieb sein, wenn es darum geht, gemeinsam Mittagessen zu gehen oder das Frühstück zu gestalten. Überall da finden sogenannte Stammtischgespräche statt. Und da braucht es eben gut geschulte, gut ausgebildete Kämpfer oder Agitatoren oder wie man das auch immer nennen möchte. Aber Leute, die eben Gesicht zeigen, die eben den Mund aufmachen und sagen, AfD, alles klar, wir verstehen eure Befürchtungen, wir verstehen eure Ängste, aber lasst euch bitte nicht von diesen plumpen Parolen verführen. Schaltet euren Geist ein, hört zu, macht die Augen auf und denkt nach, bevor ihr irgendwo eben ein Kreuz auf dem Wahlzettel macht. Und was ist noch da geplant? Es ist geplant, eben diese Stammtischkämpferinnen-Ausbildung auf das gesamte Bundesgebiet, also in alle Städte, in alle Bundesländer zu implementieren, sodass wir also bundesweit gemeinsam Widerspruch erheben können gegen das, was AfD und Co. vorhat hier in Deutschland. Nun sind wir am Ende unserer Show angelangt. Ich bedanke mich bei meinen Gästen. Und für euch da draußen, bleibt dran, es kommt noch viel von uns. Wir sind zu finden auf www.vtv.info, auf Facebook Rem Connect. Danke.